Herzlich willkommen zum Wochenendmagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Carina Rother und bei mir heute im Studio ist Eva Triendl. Liebe Eva, schön, dass du da bist zu einer weiteren Folge in unserer Reihe Reflexionen aus Taiwan. Und heute geht es um das Stadtbild in Taiwan und die Architektur und wie Häuser eigentlich aussehen, wie Wohnblocks aussehen, weil mein Eindruck ist, das kann ganz schön enttäuschend sein, auch für Leute, die noch nicht in Taiwan waren und sich vorstellen, oh, das ist jetzt so ein wunderschönes, spannendes, abenteuerliches Land und jetzt kommen sie dahin und sehen, da sind schon sehr viele graue Wohnblöcke. Ging es dir auch so? Also ich habe eigentlich nichts anderes erwartet, aber wenn man zum Beispiel vom Flughafen in Taoyuan nach Taipei, also in die Stadt fährt, da sieht man ja dann auch oft erstens mal viele neue Wohnblocks und so Wohnanlagen, die auch Hochhäuser, die sehr modern sind und dann auch diese alten Wohnblocks, ne, die halt wegen der Witterung, wegen der Taifuneinflüsse und Regeneinflüsse dann oft sehr schäbig aussehen, ne, oder die Leute, die gucken dann und sagen, wie sieht das hier aus irgendwie? Aber das heißt jetzt nicht, dass die Innenausstattung nicht gut ist oder die Leute da in irgendwelchen ja, schäbigen Wohnungen leben. Also die Fassaden sehen halt teilweise ein bisschen schäbig aus. Und besonders in Taipei, weil diese Gebäude teilweise auch alt sind und so 5-6-stöckig sieht das oft so ein bisschen ja, durcheinander aus und alt aus und so weiter. Wenn man dann zum Beispiel in andere Städte geht, die neuer sind oder vor kurzem weitergewachsen sind, wie Taichung oder auch Taoyuan oder auch Hsinchu oder so, da hat man ein ganz anderes Stadtbild. Und zwar sehr modern und die Wohnblocks sehr modern und die Anlagen sehr modern. Also da sieht es wieder sehr viel anders aus als in Taipei. Stimmt, so kleine Wohngegenden in Taipei, die können schon ein bisschen schäbig aussehen mit den verschiedenen Schattierungen von Grau, die dieser Beton dann immer annimmt. Und es sind oft ganz unterschiedlich geschnittene Wohnblöcke auch nebeneinander und das sieht dann so chaotisch aus. Und was mir auch immer auffällt ist, als die gebaut wurden, so in den 70er, 80er Jahren, hat man offensichtlich keinen besonderen Wert auf Licht gelegt. Also große Fensterfronten gab es nicht. Und die kleinen Fenster, die da eingebaut wurden, die werden entweder gleich verstellt vom nächsten Wohnhaus, das dann keine 2 Meter entfernt ist, oder sie werden eingegittert in so einen Käfig, wo ich bis heute nicht weiß, wozu die gut sind, weil gerade im Brandfall, und das ist ja in Taiwan gar nicht so selten, dass es mal in einem Wohnhaus brennt, kann man ja da gar nicht mehr raus. Die sind eigentlich gegen Einbrecher gedacht und diese Gitter haben normalerweise, die kann man aufmachen und die haben viele haben so ein Vorhängeschloss. Das heißt, man kann die im Prinzip schon aufmachen. Ich kenne welche, die haben halt einfach so ein Vorhängeschloss, ne? Und das kann man halt aufschließen und aufmachen. Ja, aber sie werden immer sehr kreativ genutzt trotzdem, ja. Diese Gitter. Die dienen hier als Wäscheleine, als Pflanzen. Aufhänger ja. Und als vieles, was man noch nutzen kann, genau. Was ich zum Beispiel jetzt in so einer Großstadt wie Taipei sehr, sehr schön finde, ist eigentlich auch, dass man da oft in so einem großen modernen Viertel ist, mit vielen modernen Hochhäusern und Kaufhäusern und allem Möglichen. Man geht in eine Gasse rein und ist plötzlich in einer ganz anderen Welt. Mit kleineren Häusern und überall vor den Häusern, Gassen, sind dann Blumen und sind dann, weiß nicht, lehnen dann Fahrräder und so. Das, der Unterschied auch oft so groß ist. Man muss nur in eine Gasse biegen und plötzlich
Ich bin in einer anderen Welt. Mir geht es auch so, seit ich mich daran gewöhnt habe, dass die Wohnsiedlungen hier einfach so aussehen, wie sie aussehen, finde ich das auch schon eigentlich heimelig. Also auch dieses eng beieinander, vielleicht schattig, nicht so viel Licht in den Wohnungen, chaotische Pflanztröge, Motorräder, Fahrräder vor den Wohnungen, das hat schon auch was ganz Heimatliches, glaube ich, für viele in Taiwan. Und ich denke, früher, als man gebaut hat, keine großen Fensterfronten eingebaut hat, das hat natürlich auch seinen Sinn gehabt irgendwie, weil es sehr heiß ist und das natürlich aufheizt. Früher hatte man wenig Klimaanlagen, vielleicht gar keine. Und außerdem, wenn Taifun ist oder so, ist das natürlich anfälliger. Ich kann mir vorstellen, dass so große Fensterfronten für hier das Klima, Erdbeben und taifungefährdetes Land vielleicht gar nicht so günstig gewesen wären. Trotzdem sehnen wir uns natürlich nach Sonne, wenn wir nach Wohnungen suchen. Also mir geht es zumindest oder nach Licht. So. Genau. Hat sich das denn verändert in der Zeit, in der du jetzt in Taiwan bist? Wurden diese alten Apartmentblocks weniger? Werden die abgerissen? Das kommt drauf an. Also es ist ein bisschen schwierig, die alten Häuser abzureißen, weil da müssen alle einverstanden sein und die müssten dann, also die ganze, wenn es Eigentumswohnungen sind, die müssen dann ausziehen für so und so viele Jahre und dann kriegen die wieder eine Wohnung in der alten und für viele ist das einfach zu aufwendig. Oder manchmal gehört die Wohnung sehr vielen, weiß nicht, Verwandten und die müssen sich dann auch einigen. Also das ist nicht so ganz einfach. Aber also das Stadtbild, nicht nur in Taipei, sondern auch in anderen Städten, ich finde, hat sich sehr verändert. Also in Taipei auch. Die Stadt ist doch, ein Freund von mir meinte mal, der früher hier war, also vor vielleicht 30 Jahren, die hat so ein bisschen diesen ranzligen Charme verloren. Also es ist schon ein bisschen aufgeräumter, sauberer und alles. Taipei ist ja eine sehr saubere Stadt, ne? Da sieht man kaum Abfall oder irgendwas auf der Straße. Kaohsiung hat sich sehr verändert. Kaohsiung ist wirklich eine andere Stadt geworden, ne? Mit dem Eihe-Fluss und dem Pier und dem Hafen und so. Also Kaohsiung hat sich total verändert. Und auch viele Städte, zum Beispiel Taichung, ist sehr gewachsen. Das ist auch sehr großräumig. Das ist sehr modern, finde ich, im Gegensatz zu Taipei teilweise zum Stadtbild. Ich war letztens mal in Taoyuan. Wir sind da durch die Straßen gelaufen. Und eine Freundin von mir meinte so, hier sieht es aus wie in vielen neuen Wohngebieten auf der ganzen Insel oder vielleicht auch in ganz Asien. Ne? Da wüsste man jetzt auf den ersten Blick nicht, in welcher Stadt bin ich. Ne? Das sind diese modernen, aber doch ein bisschen langweiligen Wohnanlagen, bequem, modern, ja, die sind toll zum Wohnen, aber die sehen halt so 0815 aus irgendwie, ne? Aber es hat sich schon sehr gewandelt, würde ich sagen. Sie hörten das Wochenendmagazin mit Karina Rotha und Eva Trindl. In unserer Reihe Reflexionen aus Taiwan sprachen wir über das Erscheinungsbild der taiwanischen Städte und nächste Woche geht es hier weiter mit demselben Thema. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.